Hallo und herzlich willkommen bei Sparen mit Kopf. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Unter dem Hashtag Nichts wird verschwendet habe ich ja schon letzte Woche ein neues Format vorgestellt und heute geht es weiter. Ich möchte dir heute zeigen, wie du Lebensmittel anhand von vier Beispielen wieder frisch machen kannst. Und da fangen wir doch direkt mal mit dem ersten Beispiel an. Brötchen mal wieder hart geworden, kein Problem. Einfach mal kurz unterm Wasser anhalten, beziehungsweise ein bisschen Wasser auf das Brötchen, dann auf einem Backblech drauf und für 180 Grad für 3 Minuten in den Backofen schieben. Schon habt ihr wieder warme, frische und knusprige Brötchen. Optimal könnt ihr das Brötchen in einer Papiertüte lagern. Wohl fühlt sich ein Brötchen bei 18 bis 22 Grad. Empfehlenswert ist natürlich auch so eine Brotbox, die man auch natürlich super für das Brötchen nutzen kann oder so einen Keramiktopf bzw. auch Römertopf genannt. Und was ich euch auch noch empfehlen kann, beziehungsweise was mein Lieblings- oder einer meiner Lieblingsküchengeräte ist, ist, oh, Moment, der Kontaktgrill. Falls das Brötchen nicht mehr schmeckt, könnt ihr auch super für alle möglichen Brotsorten nutzen. Mache ich einfach den Kontaktgrill an. Damit kann man natürlich auch noch mehr anstellen und schon kann man wieder das Brot bzw. die Brötchen wieder genießen. Jetzt möchtest du natürlich dein Brötchen belegen und entdeckst, ah, die Käseränder sehen nicht mehr so gut aus. Aber auch hier gibt es keinen Grund, die wegzuschneiden. Einfach den Käserand in ein wenig Milch tunken, ja, etwas Zeit lassen und schon kannst du den Käse wieder genießen, ohne dass du jetzt die Ränder abschneiden musstest. Ja, das nächste Beispiel ist super für die Winterzeit vor allem geeignet, denn was macht man da am häufigsten? Genau, Kekse backen. Ja, und falls du die Kekse mal offen stehen gelassen hast und die nicht mehr genießbar sind, kein Grund zum Wegwerfen. Auch hier gibt es Tricks, die wieder genießbarer zu machen. Du tust einfach die Kekse zusammen mit einem Apfel in einen Behälter bzw. in eine Box, ja, verschließt das Ganze und dann wartest du einfach nur ein bisschen ab. Schon kannst du die Kekse wieder genießen. Falls du jetzt sagst, das dauert mir alles viel zu lange, gibt es hier auch noch einen anderen Trick. Du kannst die Box bzw. den Behälter einfach in die Nähe einer Heizung stellen. Durch die Wärme, die von der Heizung abgegeben wird, läuft der Prozess schneller ab. Das Ganze funktioniert vor allem deshalb so gut, weil in dem Apfel nicht nur Fruchtzucker enthalten ist, sondern auch Wasser. Und das hilft dann dabei, dass die Kekse wieder genießbar werden. Falls du jetzt sagst, hey, den Trick kenne ich, aber ja, das Aroma, was dabei abgegeben wird vom Apfel, das gefällt mir so gar nicht. Da gibt es noch einen anderen Trick. Du kannst in die Box auch ein Stück nasse Küchenrolle legen und sie dann mit Alufolie verschließen und schon hast du denselben Effekt. Ja, kommen wir auch schon zum letzten Beispiel. Du suchst gerade nach Knabbereien, findest da so eine geöffnete Chipsbox, ja, oder Salzstangen und bemerkst, die sind ja gar nicht mehr so knusprig, beziehungsweise gar nicht mehr genießbar. Kein Problem, auch die musst du nicht verwerfen. Die haben einfach zu viel Feuchtigkeit von ihrer Umgebung aufgenommen und im Umkehrschluss heißt das einfach nur, dass man die Feuchtigkeit jetzt da irgendwie wieder rausbekommen muss. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, du nutzt die Mikrowelle oder eben den Backofen. Beim Backofen reicht schon eine geringe Hitze auf, also wenn man sich mal darüber informiert, dann liest man immer wieder, dass man auf 220 Grad vorheizen soll. Also das ist meiner Meinung nach Energieverschwendung. Also so 80 bis 100 Grad reichen schon in der Regel aus und dann hat man wieder knusprige Chips. Ja, das war's dann auch schon zum Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du noch weitere Möglichkeiten hast, kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich mich hier verabschieden und sagen, bis nächste Woche Sonntag 11 Uhr. Da kommt natürlich wie immer ein neues Video. Mach's gut, dein Yusuf. Ciao.